Warum will Lufthansa unbedingt nach Italien expandieren und gerade jetzt? Merit Bonvoy und eine Bewertung, die uns bevorsteht, also die Meilenpunkte werden devaluiert. Und Preiskrieg in Stockholm, ein neues Wien-Fragezeichen? Willkommen zu Frequent Traveler TV Takeoff. In der heutigen Folge, wie bei jeder Folge, wisst ihr am Anfang der Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, dann vor allem die Glocke anmachen, kommentiert unten einfach unter den Shownotes und ganz, ganz wichtig, den Beitrag liken. Das erste Thema. Die Austrian Airlines fliegt nach 3 Jahren wieder nach Los Angeles im Sommer. Ich habe die Crew mal getroffen im Hyatt Hotel draußen in, wo war es eigentlich? Ja, es war in im Süden von Los Angeles. Ich sag gar nicht, wo es war, aber es war in einem Hyatt Hotel. Und der Sommerflugplan, direkt gehen wir wieder aufs Thema ein, hat 110 Destinationen mit 1300 wöchentlichen Flügen. 5 Non-Stop-Flüge wöchentlich nach Los Angeles ab Mitte Mai startend und natürlich eine signifikante Expansion auf den europäischen Routen. Das heißt also Valencia oder Cavala werden neue Destinationen an der mediterranen Küste. Auch wird die Kapazität um 12 Flugzeuge erhöht. Dann der Austrian Airlines Chef Commercial Officer, der Michael Trestel, hat gesagt, dass wir permanent erhöhen die Angebote auf ein Level von vor Covid. Und das Austrian Airlines Menü, hätte ich fast gesagt, das Austrian Airlines Scheduling ist absolut ready für 2022. Das heißt also mit den 110 Destinationen, die man anfliegt und den 1300 Flügen, die in der Spitze im Sommer sind, vom österreichischen Nationalcarrier, ist ein Schritt auf dem Weg zum Vor-Covid-Niveau. Neu in den europäischen Destinationen sind zum Beispiel die spanischen oder griechischen Hafenstädte Valencia und Cavala, wie ich schon gesagt habe. Aber es wird auch Langstreckenflüge geben, die hinzugefügt werden. Vom 20. Mai an fliegt man 5-mal die Woche nach Los Angeles an die US-Westküste. Und dieses Angebot ist etwas, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Man hat ja auch gesehen, dass im letzten Sommer die Leute reisen wollen. Vor allem die neue Winterdestination Cancun hat halt wirklich die Freude am Reisen gezeigt der Leute. Und das hat auch der Michael Tresseln gesagt. Auch Los Angeles ist natürlich das Tor, um nach Kalifornien zu kommen. Eine populäre Destination für den Sommer, für den Urlaub. Ich denke mal, dass das eine gute Sache ist. Man denkt daran auch, dass der Flug eine ausbalancierte Höhe hat für Lokale, aber auch für Transferpassagiere, die in Wien dann transferieren. Das heißt also einmal Passagiere ex Wien heraus, aber auch Leute, die einfach weiterfliegen irgendwo im Netzwerk. Und man hat 2019 halt das schon erflogen und operiert. Man hat auch dann 33 Flüge in die USA mit Destination Chicago, Washington, Newark, beide Flughäfen natürlich. Dann hat man natürlich auch gesehen, dass man in den USA bei den Flügen auch die Passagiere natürlich auch aus dem Netzwerk der Lufthansa mitnehmen kann, was natürlich auch ein Punkt ist. Wenn ihr nochmal Details wollt zu den Flügen nach Los Angeles, das ist 9.900 Kilometer, dauert 12 Stunden 30 Minuten, wird eine 777 sein und vor allem ist der Flug am Mittwoch, am Sonntag geht er ab, das heißt also von Wien nach Los Angeles als US-81 und geht zurück als US-82 täglich, so war es täglich, außer Mittwoch und Sonntag. Nicht am Mittwoch und Sonntag, sonst wäre es ja nicht mehr 5-mal pro Woche. Also insofern ist das etwas. Und natürlich dann die Destinationen an dem Mittelmeer mit 36 Zielen ist halt die interessante Erweiterung dazu. Man fliegt 78 Mal 19 Urlaubsdestinationen an, die Athen oder aber Heraklion, Rhodos, Mykonos, Zakynthos. Ich weiß gar nicht, kannte jemand von euch Zakynthos? Naja,
Auf jeden Fall auch eine griechische Insel, Samos, Volos und dann natürlich ab 14. Juli Kalvala an. Also insofern, der Sommerflugplan hat natürlich auch Palma de Mallorca drin, Barcelona hat er drin, Malaga hat er drin, Gran Canaria, Teneriffa und vom 4. Juni Valencia. Und was auch in meinen Augen eine super Destination ist, ist Catania. Dann Olbia, Caglia, Lamezia, Terme und dann natürlich die Klassiker sind ja dabei, aber Rom, Mailand, Bologna, Florenz, die werden natürlich wie immer angeflogen. Und da wird es natürlich auch noch einige andere Destinationen geben, Tirana, um es mal einfach zu nennen. Was haltet ihr von den Austrian Airlines Zielen? Was denkt ihr denn, was von den Zielen Sinn macht? Ist da etwas, wo ihr sagt, hey, da fliege ich mit der Austrian hin? Ich persönlich hätte nichts gegen Athen im Moment. Wo wir schon Italien eben mit Rom genannt haben, kommt natürlich Lufthansa wieder ins Spiel. Lufthansa und der ewige Wunsch. Ich nenne es jetzt einfach mal nach einem italienischen Freund. Ich habe viele Nachrichten die letzten Tage bekommen, die gefragt haben, ah, sind die bescheuert? Warum wollen die denn jetzt unbedingt mit der Alitalia-Nachfolgerin ITA zusammengehen? Und wer ist überhaupt MSC? Ich hatte gestern eben versucht, in dem Video euch zu erklären, wer MSC ist. Aber lass uns noch mal darauf eingehen. Natürlich ist der Zeitpunkt nicht perfekt. Und es erklärt auch, warum Lufthansa die Kredite zurückgezahlt hat so schnell und das Kapital besorgt hat, um wieder frei zu sein, um zu investieren und eine Übernahme zu machen. Aber diese Übernahme der ITA ist im Moment akut aktuell. Also das heißt, da brennt die Hütte. Warum? Ganz einfach, weil jetzt der Zeitpunkt ist, wo ITA einen Partner sucht. Und bevor man sich das Thema von der Nase wegschnappen lässt, und Lufthansa hat ja schon lange mit dem Partner Alitalia geliebäugelt, mit der ITA ja auch. Man hatte den Fuß ja quasi schon lange, lange Zeit in der Tür. Nur ist es immer an der Größe des Anteils gescheitert, beziehungsweise an der Bewertung des Anteils. Und Alitalia war auch nie wirklich profitabel. Es wurden ja Milliarden der Regierung oder von Etihad einfach verbrannt. Die sind einfach dadurch weggegangen. Es war also und ist ein Fass ohne Boden gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch ein Fass ist, aber in der Konstellation war Lufthansa natürlich nie bereit, sich da in irgendeiner Art und Weise hinreißen zu lassen, da irgendwie Geld zu geben. Man hat ja auch gemerkt, als man darüber diskutiert hat, dass man um die Filetstücke lange ja, gekämpft hatte. Das heißt, also man wollte zum Beispiel Wartung abtrennen, man wollte Personalreduzierung machen, aber es gab halt da keine Gegenliebe in Italien, weil die Italiener gesagt haben, nö, das machen wir nicht. Aber jetzt, wo ITA ein richtiger Reset ist, das heißt also, die Kosten wesentlich niedriger sind, da der wichtige Ballast weg ist, was ist abgeworfen worden, die Schulden, weniger Personal, neue Flugzeuge sind bestellt worden, heißt also ganz einfach, dass es für Lufthansa jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einzusteigen, damit sie nicht von der KLM, die Delta ist ja weg, KLM Air France muss ich genauer sagen, Delta ist ja weg, da weggeschnappt wird, also dass da ein anderer hinkommt. Hatte ich ja schon oft genug gesagt, Mario hat ja auch ein paar warme Worte dazu gesagt. MSC ist ja auch ein strategischer Investor in Familienbesitz. Das heißt also, es ist einer der größten Containerreedereien weltweit und ein bedeutender Akteur bei Kreuzfahrtschiffen. Man hat dabei MSC Gewinnmargen im Moment von 40-50%. Normalerweise sind das 10%, wenn man sich das mal anguckt. Die Reederei hat keine Erfahrung in Aviation, aber sie haben dadurch richtig Geld. Die wissen gar nicht, wohin im Moment mit der Knete. Und für die ist natürlich eine Investition in die Aviation ein richtiger Weg. Die Lufthansa ist da der richtige Partner für sie. Und diese Finanzspritze ist ja genau das, was die Lufthansa will. Der zweite Punkt ist natürlich die Lufthansa alleine oder aber auch diese marktbeherrschende Stellung, die Lufthansa bekommt dadurch, wird ja in der EU ein Problem. Deshalb hat man die Anteile ja auch irgendwie versucht, jetzt bei 40% zu kappen, damit man halt keine größere Beteiligung hat. Es gibt ja auch noch den Vorteil, dadurch, dass es sich ja um eine junge Fluggesellschaft handelt. Gut, okay, wir müssen natürlich sagen, dass da viele Leute von der Alitalia sind. Die Leute kennen ihren Job und wissen natürlich jetzt schon, was sie tun. Hätte man bei Alitalia gehofft, dass sie es dann getan hätten, wenn sie sowas tun. Na, okay. Aber man kann bei der jungen Fluggesellschaft halt wirklich noch eingreifen. Man sieht ja auch an der SkyTeam-Geschichte, dass SkyTeam einfach nur auf ein Jahr abgeschlossen ist. Das heißt also, das ist nichts, was Permanentes, dass man von der Lufthansa halt gesagt hätte, oh, ihr seid SkyTeam, hat einen 5-Jahres-Vertrag oder sowas, das ist ganz, ganz böse. Nein, sie könnten rein theoretisch, wenn man das Ganze bei Lufthansa eingliedert, da dann logischerweise rein. Dann die nächste Sache ist MSC ein Partner, der Flüge bringt? Das heißt also, die Passagiere für die Sparte mit den Kreuzfahrtschiffen, weil das ist ja so eine Nebensparte, die haben wir, eigentlich sind sie ja Containerschifffahrer. Glaube ich eher nicht, weil das sind zu wenige Leute, die rumkarren. Ich glaube eher, dass MSC interessant an den Zugriff auf die
Fracht, auf das Frachtgeschäft, weil man ist ja ein Logistikunternehmen, man ist ja von Haus aus jemand, der mit Containern, mit Stückgut, also auch mit Waren umgehen kann. Und das macht Lufthansa ja auch mit dem Lufthansa Cargo. Und viele Marktbegleiter von MSC, CMA zum Beispiel, CMA, CGM heißen die, die haben ja kürzlich die CMA, CGM Air Cargo gegründet, haben auch bei Airbus A350er in Cargo-Version bestellt. Oder aber auch die Maersk, Möller-Maersk, wie sie heißen, haben ja auch den deutschen Spediteur Senator International gekauft, einfach nur ums Luftfahrtgeschäft reinzukommen. Dass die Schifffahrtskonzerne sich für die Luftfahrt interessieren, ist natürlich ein Trend, den man beobachten kann, sagen Brancheninsider. Weil, ganz wichtig, man muss diversifizieren und man merkt ja auch, dass viele Containerschiffe mittlerweile, man an Häfen zum Beispiel in Los Angeles oder irgendwo, da sieht man das ja auch, dass die Kähne warten, bis sie reinkommen und es gibt einen riesen Bedarf, aber viele weichen dann auf Luftfracht aus und da wäre es natürlich für die Reederei ein einfaches, auf das Geschäft zuzugreifen bei Containerschiffen, dann auf die Luftfracht. Und wie ich ja schon sagte, die Containerschiffe sind das Hauptklientel und nicht die Kreuzfahrtschiffe. Dann ist in Italien aber eine Sache, die man bedenken muss, und das ist Ryanair. Ryanair ist natürlich wesentlich stärker in Italien, denn als Hauptkonkurrent in Italien hat sich das ja herauskristallisiert. Warum? Weil Alitalia war schwach, gerade auf italienischem Boden sind sie schwach gewesen, und das hat die Ryanair richtig ausgenutzt und ausgesucht. Ich hoffe, dass ich euch da ein paar Gründe und Hintergründe geben konnte, warum man gerade jetzt und vor allem mit der MSC und die MSC mit der Lufthansa da zusammen den Deal einstellen wollen mit der ITA. Schaut einfach unten in den Shownotes, ob ihr da drunter einen Kommentar schreiben wollt und da eure Meinung sagt, ob ihr sagt, hey Lars, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn. Würde mich freuen, wenn wir da weiter im Dialog bleiben. Und für die Leute, die mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt haben oder die auch mit denen ich kurz telefoniert habe, ich hoffe, dass das für euch plausibel ist. Also ihr könnt euch gerne nochmal melden oder unten schreiben. ITA hat jetzt was Lustiges gemacht, und zwar ITA sagt, ey, wir wollen wissen, wie ihr ein Flugzeug bei uns nennen wollen würdet. Das heißt also, man hat die Facebook-Freunde gefragt, ob ihr in irgendeiner Art und Weise Lust habt, einen Namen zu nennen, weil man möchte einfach die Community stärken, man möchte einfach mehr mit den Leuten in Austausch treten, und man hat auch einen Fragebogen auf Social Media halt rausgegeben, wo man den Fragenkatalog mit den Namen abklappern kann. Man hat jetzt aber vielleicht von der Lufthansa gelernt. Ihr erinnert euch an das Debakel Lady B. Ich glaube, das war die Mike Charlie 2010, 2011, wo auch die Kunden bestimmt haben, wie ein Flugzeug heißen sollte. Und da wurde der 380er Lady B genannt. Das war ja also, naja gut, ist ja dann auch im Sande verlaufen. Die haben das halt festgestellt, dass man gesagt hat, hey, das ist einfach limitiert für italienische Sport-Champions. Also das heißt, man macht das zusammen mit der La Gazzetta dello Sport, muss man sagen. Und da wird man halt dann zusammenarbeiten mit diesem italienischen Sport-Outlet. Und man hat diese, also Zeitung ist es ja. Und die ITA Airways möchte dann halt einfach das zweite Flugzeug, glaube ich, so nennen. Das erste ist ja schon genannt worden. Aber jetzt, wie sie schreiben, wäre der Ball im Spielfeld der Kunden. Und man kann italienische weibliche oder männliche Sport-Champions nennen. Das hat Giovanni Perosino, der Chef-Marketing-Kollege, gesagt. Und das Projekt heißt Naming Azzurri, also sehr italienisch. Und ich finde es spannend, was dabei rauskommt, dass man da jetzt nicht irgendwas Lustiges bringt, weil man hat Booty Bootface oder andere Sachen rausgenommen. Deshalb hat man es halt wirklich limitiert auf dieses Naming Azzurro. Aber nichtsdestotrotz wird es halt spannend, welcher Name da rauskommt. Und wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr was wollt, einfach bei ITA auf die SEP-Seite gehen und da könnt ihr dann gucken. Genau, und jetzt sind zwei Flugzeuge von A320er, die haben schon Namen. Das ist einmal Paolo Rossi und Fausto Coppi. Und der A319er ist Pietro Manera. Also insofern wäre das dann Nummer 4 wahrscheinlich. Wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Ich wüsste jetzt nicht, was ihr als Namen vorschlagen könntet. Ich bin im italienischen Sport nicht so bewandert. Also nicht hier unten jetzt die Vorschläge machen, sondern macht es auf der Facebook-Seite von ITA.
Stockholm. Stockholm ist ja ein Abflughafen für viele, die billig reisen wollen. Das haben ja auch Finnair zum Beispiel erkannt. Finnair geht ja auch zum Beispiel nach Stockholm, fliegt da mit einem A350er nach Nordamerika. Lufthansa hat ja sehr oft gute Preise ab Stockholm startend, Emirates, alle wie sie heißen. Und Eurowings geht da jetzt auch hin. Die haben ja auch eine neue Basis in der schwedischen Hauptstadt. Und sie werden natürlich auf harte Konkurrenz treffen, denn nach Ryanair hat auch Norwegian bekannt gegeben, die suchen da übrigens neues Personal, ne? In Stockholm. Es gibt auch eine neue Fluggesellschaft, Norse, die in Oslo ist. Die hört man ja auch so, dass die vielleicht nach Stockholm gehen, wer weiß das. Also da wird wirklich in Stockholm ein Gedränge passieren. Und zwar, dass die ganzen Fluggesellschaften, so wie in Wien ist ja noch Wizz Air mit dabei oder Ryanair mit der in Form der Lauda irgendwie so halb, da will man halt hin. Und wenn man sich den Jens Bischoff anhört, der ja gesagt hat, wir haben mit Prag nur den Start markiert, als er im Juni 2021 die Eröffnung einer Basis in der tschechischen Hauptstadt bekannt gegeben hat. Und man hat ja auch die dann gesagt, dass man nach Stockholm möchte, ein paar Monate später. Dann sind dann auch noch Palma, Prag, Pristina, Salzburg. Wäre jetzt damit das die fünfte Basis in Stockholm. Und man möchte mit Eurowings außerhalb des Heimatmarktes Deutschland wachsen. Ab Ende März soll die Fluggesellschaft von Stockholm Arlanda aus fliegen. Und jetzt festhalten, 20 Ziele. 20. Ne? Also es sind viele identische Strecken, die da geflogen werden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Preisschlacht enden wird, ob einer den Schwanz einziehen wird und sagt, wir haben da keinen Bock. Und die Norwegian hat da halt wirklich die in der Krise geschlossene Basis wieder aufgemacht und hat ganz klar gesagt, hey, wir werden 15 Ziele ab Stockholm anbieten. Zur Sommersaison werden es sogar 54 Destinationen sein. Das sind mehr als Eurowings und Ryanair. Und ich weiß nicht, ob das Sinn macht, auf den bekannten Strecken das zu tun. Für uns als Passagiere wird es natürlich kostengünstig, wenn da ein Preiskrieg ist. Und man wird halt gucken. Die sagen natürlich, man schaut jetzt in der Pandemie nicht nach dem billigsten Ticket, sondern nach einer Airline, die halt zuverlässig ist, Sicherheit bietet, gesellschaftlicher Verantwortung, bedingungslos vertrauen kann. So nennt man das dann bei Eurowings in Form von Herrn Bischoff. Schwierig, weil diese Sozialverantwortung und alles bei Eurowings, das hat man ja nicht so festgestellt, weil man ja die Flugzeuge ausgeflottet hat und nicht auch mit deutschen Verträgen am Anfang. Also ihr wisst, was da war, Piloten und so weiter. Und es werden Ziele geflogen wie Berlin oder Nizza, wo auch andere hinfliegen. Oder Alicante oder Barcelona fliegen, glaube ich, sogar alle drei hin. Also der Preiskampf ist gestartet und hoffen wir mal, dass das kein zweites Wien und kein Desaster wird für Eurowings, dass die einen langen Atem haben. Einen langen Atem brauchten wir auch als Flugkunden und Opfer, sage ich jetzt einfach mal. Ich selber habe ja mit Finnair meine Sorgen, Ängste und Nöte gehabt. Finnair hat sich entschuldigt. Das heißt also, gestern gab es eine E-Mail-Aussendung. Ich denke so, was wollen die denn? Und da hat man halt von Ole Orwer, das ist der Finnair Chief Commercial Officer, hat uns eine Entschuldigung geschickt. Und diese Entschuldigung hat eigentlich etwas, was ich spannend fand als Zahl. Man hat einfach gesagt, dass man normalerweise 12% der Passagiere per Hotline bearbeiten musste. Aber jetzt sind es 50%, das heißt also ein Aufkommen. Aber sind diese 50% mehr als die 12% zahlenmäßig? Ich weiß es nicht. Also insofern entschuldigt er sich und er sagt halt, dass man lange Wartezeiten hatten und dass die Buchungsservice nicht funktioniert haben und dass er wirklich traurig ist oder entschuldigt sich, I'm sorry, wie er schreibt, für alle Unannehmlichkeiten und Frustrationen, die er oder seine Firma ausgelöst hat. Und nachdem die pandemische Situation jetzt wirklich weitergeschritten ist, die Reiserestriktionen sich permanent ändern, hat man die Möglichkeiten beim Customer Service, die zu kontaktieren, verdoppelt in den letzten 2 Monaten. Also hat man auch jetzt erwartet, dass man mehr Kundenkontakte hat, weil man hat, wie gesagt, diese 12% zu 50%, die jetzt sind, einfach in Relation gesetzt hat. Und natürlich hat man im Customer Service auch Probleme, weil
die Leute, ja, weil die Leute natürlich auch mit Omikron beschäftigt sind und da dann nicht arbeiten können. Man hat dann mit den Partnern zusammen 50 neue Agenten eingestellt. Und das war im Januar und die sollten jetzt auch irgendwann bald fertig sein. Die gehen ein zweimonatiges Training, bevor man sie auf uns Kunden loslässt. Man hat auch die Nummer der Entwickler, die an den Online-Service-Kanälen arbeiten, verdreifacht. Das heißt also, jetzt alleine sind schon mehr als 6 von 10 Kunden, können halt online ihre Änderungen machen, brauchen da nicht mehr anzurufen. Und man hat auch eine Art Fast-Track in der Kommunikation. Ich selber habe sie nicht festgestellt, als ich angerufen habe, aber so ist das, man weiß es nicht genau, dass man halt, wenn man einen Flug innerhalb der nächsten 3 Tage hat, dass man dann eine Art Side-Track hat. Und man hat auch einen Chatbot, das ist Sisu. Sisu ist das finnische Wort für Ausdauer, für Kraft und so weiter. Und das ist halt der Weg angeblich, wo man die schnellsten Informationen bekommt. Für mich ist ein Chatbot immer eine Katastrophe. Ich hasse die wie die Pest, aber auch da könnt ihr unten Bescheid sagen, was ihr davon haltet. Und ich bin da jetzt nicht so ein Freund. Also ich hatte mit denen die Erfahrung gemacht, dass sie teilweise überlastet sind. Ich hatte ja einen Flug zum Beispiel, wo sie mich von morgens auf abends umgebucht haben, was natürlich komplett Banane ist, weil ich am selben Abend wieder zurückfliegen wollte. Also insofern musste ich da klagen. Man hatte auch da, obwohl es 10 Tage vorher war und ich dann den Kontakt gesucht habe, keine Lösung gefunden. Am Ende habe ich gewonnen. Danke da an Matthias Böse, Dr. Matthias Böse. Dr. Böse ist sein Programm. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, dass man da wirklich auch mehr, ja, ich nenne es einfach mal Flexibilität erwartet. Einmal tief Luft geholt, Marriott Bonvoy. Ja, Marriott Bonvoy, das ist ein Programm, ich weiß es nicht. Ich werde damit nicht warm. Warum? Ich bin ein SPG-Jünger. Und jetzt gibt es halt noch das Problem, dass im März 2022 Marriott Bonvoy entwertet wird. Ja, ganz genau, das muss man halt wirklich sagen. Man hat es zwar schon im Oktober 2021 gesagt, dass diese großen Änderungen kommen werden. Und jetzt ist es bald soweit, denn im März 2022 wird zum Beispiel die Punkte für eine Freinacht, die man einsetzt, werden flexibel, dynamisch. Das heißt also, man hat nicht mehr diesen einfachen Wert, so wie bei Hyatt ja auch. Der einfache Wert ist ja auch abgesetzt worden. Es gibt jetzt Nebensaison, Normal- und Hauptsaison, ganz genau. Und dann zwischen März 2022 und dem Ende von 2022 werden ungefähr 97% Hotels im Programm werden dann wirklich mit dem Programm da sein, dass sie halt wirklich die Rate wechseln. Und in 2023 wird es wirklich keine Limitierung mehr auf das Award Pricing geben. Heißt also ganz einfach, wenn man halt guckt, 5.000 bis 100.000 ist diese Range. Und wenn man sich das anguckt, ob es das wert ist, ich weiß es nicht. Man hat das Dilemma natürlich, dass Marriott einen Großteil der Hotels nicht mehr besitzt. Es hat einfach mehr so eine Art Managementfunktion oder ein Franchise-Nehmer. Und wenn ein Mitglied diese Bonvoy-Punkte einsetzt, also das heißt, das Loyalitätsprogramm das Hotel irgendwie bezahlen muss, natürlich sind das nicht die Werte, die auf der Webseite stehen, das ist wesentlich weniger. Und ich hatte das ja auch mal, dass ich mal den Wert gesehen habe. Also insofern ist das etwas, was man verstehen kann. Aber gerade dann, wenn doch die tägliche Rate hoch ist und das Hotel nicht voll ist, dann möchte ich doch einfach, dass die Punkte benutzen, weil es für mich am meisten Value hat. Aber das Problem ist für die Hotels natürlich, wenn diese Belegungsrate einen gewissen Prozentsatz überschreitet, dann bezahlt das Programm natürlich die höchste Anzahl an Punkten, die da möglich ist. Ich meine, irgendwo bei 90%, 95% Auslastung gibt es das. Da gab es ja diesen Fall in Palm Springs, war es das The Park oder wie die hießen. Die sind übrigens jetzt bei Hyatt, die waren vorher bei Starwood. Die haben ja die Occupancy gespielt, damit die genau aus diesen Punktübernachtung mehr Geld kriegen und haben da dann das Programm halt benutzt.
Aber ein Programm zum Beispiel, ein Hotel, was ich auch mit Punkten benutzt habe, das war das Almaha Hotel in Dubai, das Luxury Collection. Ich glaube, vor 10 Jahren war ich da in der Villa 911. Nummer 11 von 9, 9 von 11. Lange ist es her, aber geiles Teil. Und da hatte ich also auch Punkte benutzt. Nur wenn die Punkte jetzt wirklich so flexibel sind, dass man da dann nicht mehr bei den 100.000, sondern wirklich auf wesentlich mehr kommt, dann ist das ein Riesenproblem. Man muss jetzt natürlich sagen, das wird nicht an einen Geldwert gekoppelt werden, so wie man das sich vorstellt, dass also man sagt, der Punkt hat diesen Value fürs Programm und dann, wenn das Hotel das hat. Man will aber gucken, dass die Leute halt nicht mehr so wie früher einfach diese Sweet Spots ausnutzen, wo das Programm dann halt bezahlt. Kann man verstehen, weiß ich nicht, ist für mich aber nicht so, das ist ja gerade der Reiz des Loyalitätsprogramms gewesen, dass man halt diesen Leverage da hatte in genau dem Moment, dass man dann aus wenigen Punkten viel Geld-Value rausholen konnte und für sich dann halt wirklich auch das Ganze schön rechnen konnte. Aber wichtig ist, was haltet ihr von Marriotts Devaluation oder wie soll ich sagen, ist es einfach eine Inflation? Da muss man einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin da auch gespannt auf eure Kommentare. Als letztes Thema, und da gucke ich doch auch mal, wie viele Minuten wir hier schon wieder unterwegs sind. Ach, also ich bin im Redefluss, aber geht weiter. Viele von euch kaufen ja bei Amazon ein und viele Produkte, zum Beispiel die ich kaufe, die in Amazon Deutschland sind nicht in Deutschland erhältlich oder aber wenn man sie nach Deutschland holt, dann ist es halt steuerlich ein Problem oder viele liefern auch gar nicht nach Deutschland. Das ist mir jetzt aufgefallen, als ich zum Beispiel einen Rucksack bestellen wollte, den gibt es in Deutschland nicht. Was habe ich gemacht? Und da wollte ich euch einfach mal den Hinweis geben, weil da bin ich auch jetzt in letzter Zeit mal gefragt worden, was soll ich machen? Und zwar, wenn man in den USA ist, also quasi in dem Amazon Homeland, dann kann man sich ein Amazon-Konto machen mit Amerika. Und das ist etwas, was ich mache. Man hat ja 30 Tage Zeit, um den Prime-Service zu nutzen. Kostenlos. Und es gibt ja Whole Foods und Whole Foods gehört ja zu Amazon. Und da gibt es die Angebote, die man mit dem Prime dann zusammen benutzen kann. Das ist das eine, was ich immer empfehle. Das andere ist natürlich, dass man mit Prime, wenn man kein Prime in Europa hat, natürlich dann mit Prime die Videofilme gucken kann. Und man kann natürlich die, wenn es nach Europa geschickt wird, oder da, wo ihr seid, dann ist es natürlich etwas, was sehr viel Geld kostet und ihr müsst es versteuern. Aber in den USA könnt ihr es ins Hotel schicken lassen. Ganz genau, das ist das, was ich mache. Ich schicke es in Hotel oder ich habe auch sogar in Palm Springs eine PO-Box, die ich benutze seit vielen, vielen Jahren. Über 10 Jahre habe ich die schon. Und da könnt ihr dann natürlich diese Sachen hinschicken. Das gilt übrigens auch nach England oder sowas. Also das heißt, wenn es ein anderes Land ist, wenn ihr nicht in Deutschland lebt, könnt ihr das Deutsche auch ins deutsche Hotel schicken lassen. Also auf jeden Fall lasst es ins Hotel schicken. Ich persönlich mache das immer so, dass ich so ungefähr 7 Tage vorher das bestelle und dann ins Hotel schicken lasse. Ich schreibe auch immer drauf, zum Beispiel meinen Namen und dann / Guest mit Datum, also mein Anreisedatum, dass das Hotel auch weiß, dass ich komme, wann ich komme. Was ihr dann wissen solltet, ist, es gibt aber Hotels, die Gebühren nehmen. Jetzt sagt ihr natürlich, dann würde ich es ja kürzer vorher bestellen. Das Problem ist, wenn ihr beim Standard-Shipping was macht, wenn ihr also nicht Prime benutzt, dann kann das schon mal länger dauern, bis das einmal durch halb Amerika gewandert ist. Also das wäre dann vielleicht gar nicht da, wenn ihr kommt. Wenn ihr länger im Hotel übernachtet, könnt ihr es natürlich so machen, dass es so schickt, dass ihr das annehmen könnt, wenn ihr dann da seid. Weil Tracking geht ja ganz normal. Aber einige Hotels nehmen zum Beispiel Geld dafür. Das heißt also, ich hatte mal, was war das? Das Sheraton in Manhattan. Die wollten von mir Geld haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Die wollten pro Tag irgendwie $5 haben oder sowas. Und das Problem war, weil ich damals auf einer Emirates-Kurate unterwegs war und halt als Emirates-Mitarbeitertarif da übernachtet habe. Und die Crew das einfach, ja, sie haben es ausgenutzt. Dann hat das Hotel einfach gesagt, wir machen das so. Und ein anderes Thema ist, dass das Hotel, nicht unbedingt in New York war das nicht so, sondern ich glaube in Vegas, da wird das auch nicht vom Hotel selber gemacht, sondern die nehmen den FedEx-Store, der gerade auf dem Property ist, um da dann den Bang for the Buck zu machen. Das heißt also, das ist kein Hotel. Aber, und das ist das Wichtige, was ich da mache, ich protestiere einfach beim Checkout. Ich sage ganz normal, hey, ich bin Platin-Mitglied, was soll denn der Quatsch? Und dann sind die meistens auch bereit, das entweder zu reduzieren oder einfach auch sogar komplett zu
killen die Rate. Dann für uns Deutsche ist es ja immer so ein Problem, was geben wir als Tipp? Das heißt also, muss ich tippen oder sonst was? Würde ich empfehlen, ja, weil im Prinzip, es wäre, also ich habe mir so immer angewöhnt, $2, wenn jemand eine Box hochbringt. Wenn es wirklich mehrere Boxen sind, dann gebe ich $5. Aber ihr könnt ja sagen, mal unten in den Shownotes, was ihr davon haltet, ob ihr das ausnutzt, ob ihr eine eigene PO-Box in den USA habt oder irgendwo anders auf der Welt. Und ganz, ganz wichtig, gebt ihr Trinkgeld. Wie viel Trinkgeld gebt ihr? Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Aber denkt dran am Schluss, wenn ihr schon so lange durchgehalten habt, Daumen hoch zu machen, Glocke anzumachen, nachdem ihr subscribed habt. Und ganz, ganz wichtig, kommentiert zu allen Themen, die wir heute hatten. Ich freue mich auf den Kontakt. Und wer mir schreiben will auf WhatsApp und fragt, wo haben die Nummer? Auch in den Shownotes ist ein Link für meine Nummer. Da könnt ihr mir eine Nachricht schicken und da antworte ich. Danke, dass ihr heute dabei wart. Bis bald. Ciao.